Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder in Fliff. Jetzt dachte ich gerade, er will mal ein Rennen mit mir starten, der Typ neben mir, aber nein, wollte er dann doch irgendwie nicht. Sehr unfreundlich auf jeden Fall von ihm. Finde ich echt asozial, aber egal. Wir haben ein volles Inventar, was zu unterbinden gilt. So, das ist das einzige Problem bei einem Eibert. Man kriegt einfach jede Menge Mist, kriegt man da raus. Starte eine, ja auf jeden Fall, das will ich machen. Auf jeden Fall, hallo. Wie kann ich das machen? Kann ich das so raus? Nein, nein, nein. Nein, nicht löschen. Ah, cool, cool, cool. Okay, machen wir. Und. Pew, oh yeah. Wow. Alter. Das ist aber auch... Das ist Klasse 3, du. Das ist echt Klasse 3. Aber Hammer, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Aber hallo. Geht es jetzt ewig so weiter? Nein. Doch. Das gefällt mir aber echt hier. Hallo. Pam, fette Rakete und so. So muss das ablaufen, genau so. So, schön gebufft. Jetzt, wo wir die Rakete auch nicht mehr haben. Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ein richtiger Fan von Feuerwerken. Von insgesamt so pyrotechnischen Sachen. Bin ich sehr ein Fan von. Am liebsten würde ich einfach die ganzen Sachen selber bauen. Aber das ist natürlich etwas gefährlich und übrigens auch illegal in Deutschland. Ja, ja, ich habe mich da ein bisschen erkundigt, wie ihr vielleicht mitkriegt gerade. Ja, man darf selber nichts machen eigentlich. Man darf die Dinger nicht mal auseinanderbauen. Also, ja, mit Feuerwerken, ja, Klasse 2 darf man eh nur eigentlich ab 18 kaufen, ab 18 zünden oder unter 18 mit Begleitung der Eltern und dann eben nur an gewissen Tagen. Das heißt, Silvester, Silvester selber, einen Tag danach oder zwei Tage danach. Oder einen Tag davor, ich weiß nicht genau. Ich weiß echt nicht mehr. Auf jeden Fall, oder wenn man es anmeldet, das geht auch. Ich meine, bei Hochzeiten oder sonst irgendwas oder bei irgendwelchen Specials, Festivals oder sonst was ist natürlich auch meistens Feuerwerk. Da darf man das natürlich auch. Die verbrechen nichts. Die müssen das nur vorher anmelden bei der Stadt, glaube ich, oder so. Und als persönlicher Typ kriegt man da meistens, wenn man einfach sagt, jetzt ist meine Stimme weg. Wenn man sagt, ich würde gern Feuerwerk hochjagen, dann sagen die, nö. Schätze ich jetzt mal. Ich habe es auch noch nicht versucht. Aber ich schätze mal, ohne wirklich einen gescheiten Grund sagen die da, warum. Warum sollten wir dir das erlauben? Auf jeden Fall, ja. Finde ich richtig cool. So. Schreibt mir einfach mal, um mal wieder irgendeine Frage für die Kommentare zu stellen, schreibt mir mal rein, was ihr so an so Silvester-Sachen liebt. Ich meine, klar, ich finde auch Tischfeuerwehr cool. Keine Frage oder so. Ich finde auch Bleigießen cool. Allerdings bin ich halt mehr der Typ, der auf Raketen steht oder dann irgendwelche komischen zusammengebauten Böllern, die dann irgendwie, was weiß ich, so einen Riesenknall machen oder einfach drei hintereinander oder irgend sowas. Das finde ich persönlich besser. Aber ich habe auch nichts gegen das andere, keine Frage. Finde ich auch ziemlich cool, die Sachen. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. So was wie Tischfeuerwerk oder Bleigießen gehört einfach ganz klar dazu. Ich glaube aber auch, also so die normalen, diese großen Sachen, die man so sieht, zum Beispiel auf Festivals oder sonst irgendwo, wenn man bei einer geplanten Silvesterfeier ist oder so, das ist ja bei manchen Städten, die haben das, dass dann eben die Stadt selber ein paar Raketen hochfliegen lässt, die meistens dann echt eine Nummer größer sind, als man selber irgendwie im Handel erhalten würde. Das sind dann ja eigentlich keine Raketen mehr, das sind ja eigentlich schon kleine Sprengsätze, kann man so fast nennen. Auf jeden Fall ist das ein Sprengsatz in einem Loch. Das heißt, die machen da Schwarzpulver unten in ein Loch und hauen dann da irgendeine Kugel drauf, die dann eben hochgeschossen wird. Also es ist eine kleine Plastikkugel und in dieser Plastikkugel sind irgendwelche Salze oder sonst irgendwas drin, die dann eben die Farben oder die Muster oder sonst irgendwas ergeben. So mal der kleine Einführungskurs in Pyrotechnik, ja, schon Pyrotechnik, kann man sagen. So, da habe ich wieder dieses kleine Mochi-Dinga geholt. Vielleicht gibt es mir wieder ein Feuerwerk, fände ich auf jeden Fall cool. Könnte ich sofort wieder zünden, das Ding. Feuerwerk, Feuerwerk, ich will ein Feuerwerk sehen, ich will ein Feuerwerk sehen. Komm schon, Feuerwerk. Verdammt, nur so ein blöder Lolli. Ich sammle die ein, ne? Warum sammle ich eigentlich die Lollis ein?
So, das können wir gleich mal wegschmeißen. Die Dinger brauche ich einfach nicht. Und den blöden Lolli brauchen wir auch nicht. So, weg damit. Okay. Buffs halten noch, so muss das sein. Den nehmen wir automatisch mit, den nehmen wir selber so mit. So muss das auch sein. Dann nehmen wir... Ach, perfekt, noch ein aggressiver. Sehr schön, sehr schön. Solange es nicht zu viele werden, aber das ist eigentlich nie hier die Riesengefahr. So, dem haben wir geschadet. Nehmen wir noch dich mit und den Roller da hinten. So, und jetzt draufkloppen und leben und leben und ganz viel Leben hätte ich gern wieder. 44, wir brauchen echt, ich glaube nächstes Mal kaufe ich mir mehr. Doppelte Menge oder sowas. Wobei das Inventar ist dann halt auch irgendwann voll, ne? Das ist halt auch noch zu berücksichtigen. Ja, weiß ich nicht, mal gucken, gucken wir auf jeden Fall. So, und wir haben 9%, 9%. Ich glaube, wir sind wieder auf dem Stand, wo wir letztes Mal vor, was weiß ich, welcher Zeit waren. Oh Gott, nicht abspacken hier, so. Ja, bei Part 100 waren wir, glaube ich, auf dem Stand. Aber wir hatten nicht so viele Quest-Items. Ja, ja. Das macht dann eben auch noch den Unterschied. So, und jetzt habe ich echt genug hier rangezogen. Die müssen jetzt leider alle verenden. Tut mir sehr leid für diese netten, komischen, sehr komischen Kreaturen, die irgendwie ein komisches Geräusch hinterlassen, wenn sie sterben. So, blablabla, so ungefähr. Es war super nachgemacht. Ich weiß, ich werde mal irgendwie so Stimmimitierer oder sowas. Bin ich voll perfekt für geboren. 2. Ah, da sind die restlichen gerade gespawnt. Perfekt. Perfektes Timing, Majestät. Okay. Wow, weg da. Nicht den Bildschirm blockieren. Ah, egal. Draufhauen. Passt schon. Ach, wie synchron die mal sterben. Ist auch echt nicht schlecht. So, mal eben nachgucken, wie viel haben wir? 24. Ja, immerhin, es wird langsam mehr. Das können wir eben wegschmeißen, denn wir sollten es mal wieder buffen. Oh, das war doch auch jetzt perfekt. Und der sammelt schon wieder irgendeinen Kack ein. Was habe ich denn jetzt? Ah, eine schöne Karte. Ich weiß immer noch nicht, welche wertvoll sind und welche totaler Mist. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber Moment, Moment. Ich will nochmal irgendwas nachgucken. Aha! Hier können wir Sachen reinlagern. Ja, ja, so ist das schön. Da lagern wir jetzt einfach mal, ist es hier, ist es einfach so, oder? Da lagern wir jetzt einfach die Karten rein. Ja, freier Speicher, so muss das sein. Karte und noch eine Karte und noch eine Karte und noch eine Karte. Und ich glaube, wir hätten sogar so ein Bag, ne? Nee, haben wir nicht. Schade, egal. Wir können sogar noch was reinladen. Was laden wir denn da rein? Wir laden da rein. Ich packe meinen Koffer mit... diese schwierigen Entscheidungen mit dem komischen Ding hier. So. Dann dürften wir jetzt eigentlich schön buffbar sein. Das ist aber jetzt immer noch irgendwie nicht so super. Was mache ich eigentlich? So, 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 so. Ja, genau. Okay. Hilft uns zwar immer noch nicht mit dem Essensproblem weiter, aber wir haben schon mal mehr Platz. Ja, die Karte sammelt der Dödel natürlich auch so direkt ein hier. Ach, naja, egal. Der verschwendet halt schön unseren Platz. Naja. Verschwenden kann man es ja auch nicht nennen. Er sammelt halt für uns was ein und das ist ja auch seine Aufgabe. Vom netten Eibert hier. Der gar nicht nachkommt, weil ich so schnell rennen kann. Aber er ist auch ziemlich klein und zierlich. Na, das muss man ihm auch lassen. Moin. Hallo, spring. Ja, dann spring halt nicht. Passt auch. Solange du da drüber kommst, ist das alles okay. Du kommst noch mit und dann würde ich sagen, hier wird gekloppt. Und essen. Und essen. Und essen. Nicht vergessen bei den... Captains braucht man dann doch mehr Essen. Sind die aber auch ein Level höher. Irgendwie klingt das schon fast wieder logisch. So. Hinterlassen alle irgendwelche Karten. Was sollen wir machen? Ich warte kurz. So, und jetzt nehmen wir einfach. Und dann kommst du noch mit netter Level 58er Captain Nutty Wheel. Ja, ja. Wie, was habe ich denn jetzt schon wiederholt? Die können irgendwas schießen, aber unfreundliche Viecher mal wieder hier. Seit wann schießen die denn? Ach ja, die normalen waren ja da hinten irgendwo. Hinter der ganzen Welt, ungefähr. Hallo, nein, 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 bitte das Viech. Und Feuerwerk, 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 Feuerwerk. Hatte ich überhaupt ein Feuerwerk von denen? Gar nichts. Der ist jetzt aber ein bisschen enttäuschend.
Das ist jetzt, das muss ich sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Naja. So, du kommst mit. Du kommst mit. Spring. Spack und dahin. Stillgelegte Eros, was auch immer das ist. Ach ja, wenn das Albert so hinter einem her spackt, dann kommt es immer halt wieder. Es wird ja nach einer, was weiß ich, ist ja wie mit Mobs auch, die werden ja nach einer gewissen Weile dann zu einem gespawnt, wenn sie nur noch spacken. Seht ihr ja gerade hier. Und so ist das auch mit dem Albert und dann kommt eben diese nette Meldung hier wieder, die mich auch tierisch aufregt, aber egal. Ich fände es besser, wenn es einfach immer da ist und wenn man diese Meldung haben will, dann kommt das Ding. Naja. Müsste ich nicht auch mal ausrüsten, aber irgendwie weiß ich nicht, warum ich das nicht mache, aber naja. Naja, naja. Ich sage oft naja, ich merke es schon. So langsam nach dem 100. Mal naja, merke ich es dann auch. Ne? Ne? Naja, naja. So. Captain, ach ja, es ist einfach... Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier mal so aufgeregt habe, dass hier zu wenig Viecher sind. Das ist doch eigentlich perfekt hier. Man geht zu den Smallen. Ah, da konnte ich aber irgendwie habe ich da die Großen noch nicht gepackt, so wirklich. Weiß nicht, woran das lag, aber irgendwie gingen die nicht so gut. Da bin ich mal gereckt oder so. So. Zwischendurch, oh 19, ich muss ein bisschen drauf aufpassen hier, dass ich nicht irgendwann ohne Essen dastehe, denn das wäre irgendwie sehr schlecht. Dann stände ich nämlich ziemlich schnell einfach in der Stadt und ja, hätte ein paar Erfahrungspunkte weniger. Und wir sind schon, 11 schätze ich mal. 11%. Ja, ja. Ja, ja, ja. 11%. Der hat jetzt schnell gemerkt, dass ich ihn meinte. Naja, es ist immer unterschiedlich, ob sie einen beachten oder nicht. Manchmal wird man einfach fett ignoriert von den Viechern. Am schlimmsten ist es, wenn der Server abgekackt ist oder man die Serververbindung verloren hat, kann man da stundenlang auf einen Typ einprügeln und es bockt ihn einfach gar nicht. So, 16. 15. Ich esse aber lieber noch mal was. 14. 14? Ja, 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 naja, naja. Noch reicht's gerade so. Noch irgendwelche Viecher? Da ist noch einer. Ach, wir fangen jetzt mal von hier an. Boing. Und dann nehmen wir noch. Ah ja, ein schöner Aggressiver. So, dich nehmen wir noch mit. Und dann nehmen wir noch dich mit. Wir haben noch 14 Lebens-S-Dinger-Dinger. Bumster-Dingster, ihr wisst Bescheid. So, dann nehmen wir noch einen Smallen mit. Weil sonst fühlt er sich irgendwie ignoriert. Ah, und noch einen Smallen, weil er aggressiv ist. Ist doch schön. So, und dann geht's hier los. 12. 11. Ja, ich esse lieber noch was. 10. Ja, das hat aber gut gepasst. 10 haben wir noch. 11%. Egal, auf jeden Fall kriegen wir hier... Wir nutzen jetzt jedes einzelne noch aus. Das ist ja mal das Mindeste, was wir machen müssen. Wow, den haben wir aber... Den haben wir fett weggeownt. Den haben wir... Ja, dem haben wir leicht gegeben. Wir haben es halt schon drauf, ne? So, sind hier nicht irgendwo noch irgendwelche komischen Rollviecher, Dingens da, Bums da... Ah, da kommt er doch hergerollt, der nette Kerl. Hallo. Guten Tag. Wow, wow. Die hauen jetzt aber gerade drauf hier. 9. Ich esse lieber was. 8. 8. Ja, ja, es nähert sich langsam, aber sicher am Ende. Und jetzt habe ich gerade zum Glück gesehen, dass ich ungebufft bin. Und das stört mich jetzt auch nicht gerade, dass ich angegriffen werde. Ich heal einfach ein bisschen dagegen, ne? Bringt das was? Das bringt nichts. Okay. Das bringt eigentlich echt nichts. So, jetzt klingelt es schon wieder. Mein Gott, okay. So, Waffen sind ausgerüstet, dann esse ich nochmal eben was. Viel Essen haben wir eh nicht mehr. Das ist echt etwas knapp hier. Sehr knapp, um nichts zu sagen. Oh, ich hasse diesen Kuppel hier. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Alter, 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 nicht sterben. So, 5, Spark. 5, ja, das Albert hat auch nicht mehr gepackt. So, ich will jetzt sagen, 5, ja, das ist jetzt auch schon das letzte Mal. Zack.
paar Leben noch, dann hauen wir noch mal schön drauf. Vier, wobei jetzt haben wir gerade erst eins verbraucht. Wisst ihr was, wir machen es jetzt noch so, wir hauen jetzt noch in diesem Part eben das ganze Essen weg. Aber so, dass wir nicht verrecken, das ist die Hauptsache hier. Lieber verschwenden wir das Essen, als dass wir verrecken, das ist echt so. So, du kommst noch mit. Drei haben wir noch. Dann nehmen wir einfach noch einen mit. Weil sonst habe ich Angst, dass es echt zu hart wird. Zwei. Ja, die esse ich jetzt aber auch gerne. Und jetzt sind wir alle. Wenn das nicht perfekt gepasst hat. Okay. Dann würde ich sagen... Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Noch eine schnelle Sache machen wir. Und zwar... Bling Wing. Ja, ich benutze sie häufiger. Ihr merkt schon wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest, weil ich benutze sie echt häufiger. Früher habe ich sie nie benutzt. Jetzt, ja, so ab und zu, ne? Wenn ich mal in die Stadt muss, schnell teleportieren. So, perfekt, sind wir da. Danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Wenn es wieder heißt, Fliff Let's Play. Bis dann, ciao!